Auch Thomas Baumgart hat einen Verkauf im Sinn. Doch in erster Linie soll sein Familienerbstück ein gutes Plätzchen finden. Ich habe die Vase geerbt von meinen Eltern und die ist circa 100 Jahre in unserem Familienbesitz. Ich habe sie jetzt knapp 30 Jahre. Ja, und bei uns zu Hause steht sie nur rum und vielleicht finde ich hier einen Liebhaber und da, glaube ich, ist sie besser aufgehoben. Wie viel das prunkvolle Stück einbringen könnte, dafür ist die Expertise da. Heide, vorsichtig, Vorsicht. Du kannst mich doch jederzeit rufen. Da müssen Sie ein bisschen drauf aufpassen. Ne? Hätte ich vielleicht machen sollen. Ja, direkt rüber schreien. Ne? Herr Lichter, kommen Sie rüber. Ne? So, Heide, Vorsicht. So, wen habe ich denn hier? Thomas Baumgart. Thomas Baumgart, aber nicht mit Baumgartner verwandt. Nein, ne? Nein. Darf ich direkt Thomas sagen? Ja, natürlich. Dürfen. Thomas, ich würde mal sagen, das ist nicht dein Style. Ne? Richtig. Sie passt nicht so zu meinem, wie ich sonst so habe in der Wohnung. Also dein Schloss ist anders eingerichtet mittlerweile, ja, ne? Ja, genau. Weil die sieht ja schon so aus, als kommt sie aus einem Schloss normalerweise. Wo stammt die Vase denn tatsächlich her? Ist ein Erbstück von meinen Großeltern, die sie zu einem wichtigen Punkt geschenkt gekriegt haben. Ich nehme an, zu ihrer Hochzeit, das war 1919. Das heißt, sie ist schon so lange bei euch in der Familie? Ja, also so lange immer wieder weitervererbt worden? Ja. Und du hast sie irgendwann bekommen und deine Kinder wollen sie auch nicht haben? Nee. Das ist schade, weil ich finde die wirklich ausgesprochen schön. Liebe Heidi, erzähl uns ein bisschen drüber, weil sie sieht ja jetzt sehr pompös aus. Dieses Kobaltblau gefällt mir sehr gut. Sie ist tadellos, unglaublich. Also was ein Prunkstück wirklich, das hier zu sehen. Und ich frage mich, zu welchem Anlass ihre Großeltern und Urgroßeltern das geschenkt bekommen haben. Weil es ist ein fantastisches Teil. Also ich kann ja nicht mehr fragen, sie leben ja nicht mehr. Zäumen wir das Pferd mal anders auf. Waren deine Großeltern vermögende Leute? Ich behaupte eher nicht, aber der Vater meiner Großmutter war Fabrikdirektor. Gut, dann konnte man nämlich teure Geschenke machen. Oder Direktor vielmehr so. Ja, weil ich vermute nämlich jetzt, dass das wirklich was Besonderes ist, wenn du schon so anfängst. Also diese Vase stammt mit Sicherheit aus der Zeit nach 1900. Das sehe ich an den Schwertern, wie sie gestaltet sind. Welche Schwerter? Wovon reden wir? Wir reden natürlich von den Meißner Kurschwertern darunter. Ach, das ist Meißner. Natürlich. Das sind die Knaufschwerter. Aber wie sie gestaltet sind, kann ich sehen, dass es nach 1900 gestaltet wurde. Aber entworfen wurde diese Vase in den 1860er Jahren und zwar von Ernst August Leuteritz. Das ist der Modelleur des 19. Jahrhunderts gewesen. Wenn Leuteritz für das 19. Jahrhundert steht, stand Kentler für das 18. Jahrhundert. Also es ist der Name. Und Leuteritz hat Meißen sehr, sehr viel Erfolg beschert, nicht zuletzt durch solche Prunkvasen, die auf der Weltausstellung gezeigt wurden, weil so eine Größe überhaupt herzustellen, das war eine Sensation damals. Ich will sie mal kurz noch ausmessen, 59 cm, das habe ich mir gedacht. Dafür mussten wirklich Brennprozesse überhaupt neu erfunden werden, neu experimentiert werden, um so etwas überhaupt herzustellen. Allein die Qualität der Farben, das war damals eine Sensation, sowas hinzukriegen. Und zwar wirklich die Zeit der Umstellung von Holz auf Kohle, Gasbefeuerung und sowas schaffte nur Meißen. Und das wurde auf der Weltausstellung präsentiert und hat der Firma sehr viel Erfolg beschert. Ja. Ich meine, sie ist ja heute noch nicht wirklich unbekannt. Und dann muss ich sagen, eine klassische Form. Fantastisch ist hier der Kontrast wirklich aus Inglasur, Kobaltblau und Weiß und mit diesen Goldhöhungen, Gold angespitzt. Schöne Volutenhenkel, die nicht zuletzt zurückweisen auf die berühmte Schlanghenkelvase von Leuteritz, die 10 Jahre zuvor herausgegeben wurde und auch eine Sensation war. Und das ist sozusagen das Nachfolgemodell, wenn man will, aber fantastisch. Und sie ist in einem hervorragenden Zustand hier. Expertin Dr. Heide Rezipazabel ist begeistert. Und je besser der Zustand, umso höher der Schätzwert. Es gibt sie natürlich in verschiedenen Variationen, aber hier sehr, sehr schön in Kobaltblau. Das ist natürlich edelste Qualität. Jetzt, wenn du schon so am Schwärmen bist, weil ich habe sie noch nie so schnell reden gehört. Ja, sie überschlägt sich regelrecht selber. Ja, es gibt so viel darüber zu sagen, also es ist wirklich fantastisch. Hast du dir die Vase richtig gut angeschaut, dass sie nirgendwo Beschädigungen hat, mal geklebt wurde? Ich kann nicht sehen, haben Sie irgendwas gesehen? Nee. Es gibt wirklich keinerlei Bestochung. Ich wusste auch nie, dass da irgendwas mit gewesen ist. Das Gold ist nicht abgerieben, die Farbe ist nicht hier irgendwie, hat eine Beschädigung. Also sie steht wunderbar da, wirklich wunderbar. Nach so viel Schwärmerei natürlich jetzt die ganz wichtige Frage. Thomas, ihr habt euch was vorgestellt, was die an Geld bringen soll, damit die nicht mehr hinterm Schrank steht. Da ich eine neue Kellertür brauche für mein Haus und ich schon Angebote eingeholt habe und daher weiß, was das ungefähr kostet, der Spaß, wäre es ganz schön mindestens 1.000 Euro. Mindestens 1.000 Euro. Ist das machbar?
Also ich sage jetzt mal aus dem Bauch raus, nach der Schwärmerei müsste das wohl drin sein, aber leider Gottes habe ich davon zu wenig Ahnung. Ja. Liebste Heide. Der Markt gibt tatsächlich für ein solches Stück 1200 bis 1600 her. 1200 bis 1600 Euro ist sie definitiv wert. Ja. Für einen Liebhaber, der sie unbedingt haben möchte, dementsprechend auch mehr. Da stelle ich jetzt einfach mal einen Raum. Du sagst das. Deswegen kann ich dir ganz beruhigt die Händlerkarte geben. Dankeschön. Und mit ein bisschen Glück ist einer dabei, der so verrückt drauf ist, dass du vielleicht zwei Türen neu kriegst. Die würde ja dein Schloss passen. Ja, Thomas, ich würde sagen, die schleppen wir irgendwie rüber. Ja. Danke dir, dass du hier warst. Und da vorne geht's zum Händlerraum. Ja, danke schön. Danke dir. Der Preis, den Heide mir genannt hat, würde mich meiner Kellertür näher bringen. Und ja, wollen wir gucken. Also so eine wunderbare Prunkvase sieht man tatsächlich selten. Und dann noch in dieser beeindruckenden Größe mit der schönen Staffage und eine wunderbare naturalistische Malerei. Das freut einen natürlich, sowas zu sehen. Aus Meißen noch dazu und von Leuteritz, einem bekannten Modelleur des 19. Jahrhunderts. Fantastisch. Ein Blume war's. Blume war's. Ja, macht ihr die kaputt. Ich pack die nicht an. Ich bin ein klein bisschen nervös. Macht mich auch nicht jeden Tag vor Händlern stehen sozusagen. Und hoffe, dass ich bei meiner Kellertür wieder aus dem Raum herauskomme. Was ist da so ein Jelumpe jetzt wert? Für dich nichts. Ich möchte nicht, dass dir in die Eifel geht. Klare Worte im Händlerraum. Aber der Ausgang der Verhandlung? Offen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Wir grüßen Sie. Grüß Gott. Ja, da steht das schöne Stück. Ja, ist ein Prunkstück. Ja. Muss man sagen. Prunkstück um 1900. Ja, so in dem Dreh. Meißen im Originalzustand. Kein Defekt, nichts. Nein. Alles prima. Also ich habe ja keine Ahnung davon. Ewe, ich fange mal mit 200 Euro an für das gute Ding da. Aber hier kommen ja noch ein paar. Das will ich doch hoffen. Also es ist eine sehr schöne Prunkvase, kobaltblau mit Gold, die Malerei, erste Wahl. Es ist so, wir haben in unserem Geschäft drei ähnliche im Schaufenster. Nicht mit diesen Griffen, sondern mit den Schlangengriffen. Kennst du die? Das ist eine einzelne Schlange, Doppelschlange. Genau, Doppelschlange. Und ich weiß auch, als ich zu handeln begonnen habe vor 25 Jahren, da war 10.000 Mark normal für sowas. Und man hat fast keine gekriegt. Ja. Heute gibt es sie einfach häufiger und die Beliebtheit hat nachgelassen. Ich bin mir sicher, dass Sie heute hier um die 1000 Euro oder mehr haben wollen. Ja. Ob es das von uns gibt, da schaue ich einmal den Fabian an. Die prunkvolle Vase ist immerhin rund 100 Jahre alt und in einem tadellosen Zustand. Ein Fall für Fabians Sammlung? Also was mir sehr gut gefällt, dass sie keinerlei Beschädigung hat. Genau. Das ist bei Porzellan selten. Die Größe. Das ist also wahrscheinlich die größte Ausführung, die meisten in der Art gemacht haben. Und aber 1000 Euro ist schon viel Geld. Also ich würde jetzt mal erhöhen auf 500. Mache ich weiter mit 600. Ich sag 650. Ich sag 700. 750. Das ist noch zu wenig. Ich sag 800. Dafür würde ich sie wieder mitnehmen. Da sage ich 850. Ja, hier bin ich mal 900 dafür, für den Pott. Aus der Eifel 900. Kommen wir der Sache langsam näher. Das ist schon ein Risiko, weil ich hier ja eine Teil in der Eifel kriege, das Drecksding da. Sonst kaufe ich immer Porzellan, das man noch restaurieren muss. Das muss man hier alles nicht mit einrechnen. Deswegen sage ich noch 29. Na, ein bisschen geht noch. Soll ich sie 59. Soll ich sie Ihnen abkaufen oder wollen Sie lieber, dass der Walter macht? Es ist ja egal. Wir wollen ja doch nicht mangeln. Wieso? Ich will ihn doch nicht raushauen. Nicht so freundschaftlich. Nicht so. Na gut, wenn der Ludwig das sagt, sage ich 1000. Ich sage noch 1100 Euro. Wollen wir das machen? Nein. Dann würde ich das machen. €1.100. Ja, dann sage ich Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. 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 Mit dem Kauf bin ich sehr zufrieden. Das ist jetzt die erste Prunkvase in dieser Art, die ich habe, auch in dieser Größe. Und ich denke, das war ein fairer Kauf. Zuerst war ich ein wenig geschockt über das Angebot von Waldi.
Aber es hat sich ja gut entwickelt. Es gab mehrere Händler, die es dann haben wollten. Und ich glaube, auch mit Fabian hat es der Richtige bekommen. Selbst wenn er sie nicht gleich vielleicht weiterverkaufen kann, aber in seinem Schloss, glaube ich, wird sich einen guten Platz finden.